Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu und auch unsere vielgeliebte Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, zwei Brüder, Kain und Abel, bringen Gott ein Opfer dar. Das Opfer von Abel gefällt dem Herrn, das Opfer von Kain gefällt ihm nicht. Da überlief es Kain heiß und sein Blick senkte sich. Der Herr sprach zu ihm, warum überläuft es dich heiß und warum senkt sich dein Blick? Eine sehr schöne Beschreibung, was passiert, wenn wir wütend sind. Nicht wahr, sagt Gott, wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Und wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du wär der Herr über ihn. Liebe Brüder und Schwestern, Gott gibt uns Autorität über diese Dämonen, über diese Eifersucht, über diese Wut. Und er will uns helfen, diese bösen Mächte, diese Haltungen auch zu bekämpfen. Und das sollten wir tun. Da sollten wir Gott um seine Gnade, um seine Hilfe bitten. Was tut Kain? Er sagt zu seinem Bruder, komm, lasst uns aufs Feld gehen. Als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn. Liebe Brüder und Schwestern, das kann nicht richtig sein, dass wir jemanden erschlagen, weil wir wütend sind. Nicht erschlagen unbedingt, dass er in seinem Leib tot ist, aber mit Worten, mit Verurteilungen, mit Hass erschlagen. Liebe Brüder und Schwestern, bitten wir Gott darum, dass er uns die Kraft gibt, den Weg richtig umzugehen mit dem, was uns ärgert, was Wut ist, damit wir recht tun und mit Gottes Hilfe es auch tun. Und der Weg ist Verzeihen, dass wir einander verzeihen, dass wir aber auch Gott um Verzeihen für uns selbst bitten und uns selbst verzeihen, damit wir nicht andere anklagen und andere töten in unserem Geist, töten in ihrer Seele, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Uns allen einen gesegneten Tag.